Ja, hallo, ist wieder der Martin mit einem neuen Video zu unserem Expert Advisor, den Pip Cruiser Pip Mesher on Steroids. Ein schwerer Name, der fällt mir immer nicht ein. Wir haben jetzt die zweite komplette Handelswoche hinter uns. Und wenn wir uns das Bild mal genau ansehen, das Statement der letzten Woche, dann sehen wir hier, es ging recht bescheiden los. Die ersten Trades haben das Konto von 1000, ja, knapp 1100 Euro auf 1025 Euro runtergebracht. Es ging dann wieder ein bisschen nach oben. Aktuell also stehen wir so bei 1055 Euro in etwa. Letzte Woche also 17 Trades. Davon ein Gross Profit von 42 Euro, ein Loss von 80 Euro macht einen Verlust von 38 Euro. Der Drawdown lag bei 6,21%. Aber wir haben 44 Euro im Moment offen. Das bedeutet, die Equity liegt im Moment bei 1013,39. Ja, bedenkt, dass wir da eigentlich schon bei ja, knapp 1100 waren. Da ist das natürlich schon ein enormer Rückschritt. Gehen wir wieder in das Bild rein. Die 17 Trades habe ich angesprochen. Davon waren eigentlich 12 positiv und nur 5 negativ. Aber speziell diese ersten 4 Trades waren natürlich schon heftig. Wenn wir jetzt die kompletten beiden Wochen ansehen, dann sehen die in der Auswertung. Ist wieder flott heute. Es läuft nämlich gerade noch ein Backtest im Hintergrund. Da müssen wir rein. Hier haben wir es. Dann lief der die letzte Woche eigentlich sehr gut nach oben. Da waren wir ungefähr hier. Allerdings auch die doppelte Anzahl an Trades, also 63 letzte Woche. Diese Woche 17 und letzte Woche dann dementsprechend mehr gewesen. Hier der Absturz schon enorm. Arbeitet sich jetzt wieder ein bisschen nach oben. 58,07 ist es noch ein total Net Profit. Der Drawdown liegt bei 7,32. So, jetzt wenn wir auch noch in den MyFX Book Account reingehen, dann sehen wir noch gar nichts. Hier, also der Drawdown, also die Equity-Kurve ist schon und der Drawdown ist schon ein bisschen auseinandergegangen. Sieht nicht so bescheiden aus, sieht nicht so gut aus. Und von den Trades, also 27 weniger als die Vorwoche. Jetzt möchte ich mir mal ganz gerne die Summary anschauen. Das heißt, wo haben wir den meisten Gewinn gemacht und wo haben wir den meisten Verlust gemacht? Ja, man sieht es also. Der Euro, Australian Dollar, zwei Trades, zwei Verlierer, minus 362 Pips, minus 25,13 Euro. Diese Position oder diese beiden Positionen, wenn nicht gewesen wären, dann würde es schon anders aussehen. Auch der US-Dollar, japanische Yen mit sechs Trades, davon aber fünf Siege, ein Verlierer. Aber trotzdem minus 85 Pips. Das ist natürlich schon heftig. Also gerade diese riesen Stop-Losses, die der Expert Advisor hat, die machen das schon schwierig, daran zu glauben. Ich bin jetzt mal hergegangen und habe mir mal von der letzten Woche die Maximum-Verlierer hergetan. Das ist zum einen der Australian Dollar, japanische Yen mit 22,9 Euro. Hier also auch schön zu sehen, der Entry ist erfolgt, nachdem es doch einige Daily-Kerzen nach unten gegangen ist und er lief noch minimal ins Plus und dann sofort gedreht und ausgestoppt worden. Der US-Dollar, Japan war der nächste.
mit 22,07 Euro im Verlust. Auch hier das gleiche Bild. Da unten ist er eingestiegen nach der langen Kerze hier und dann in den Stop-Loss gelaufen. Dann haben wir zweimal den Euro Australian Dollar, den hatten wir gerade erwähnt, mit jeweils 12 Euro. Die ziehen wir jetzt mal beide rein. Da ist es natürlich ein zwei Main Trades. 14. und 16. Wieso zwei Main Trades? Müssen wir mal genauer nachsehen. Wo sind sie da? Ja, hier ist der erste und den reingezogen. Ja, und hier der zweite. Ja, das war natürlich an einem Tag der Main Trade und er hat dann nochmal die Pending Orders gesetzt und ist dann auch in den Stop Loss gelaufen. Berauschend. Als anderes Beispiel auch im Euro New Zealand Dollar der beste Trade, den haben wir hier. Der brachte uns 11,40 Euro. Ist also hier ausgelöst worden, ist dann auch ins die nächste Kerze ins Minus gelaufen, ist dann aber in den Take Profit gelaufen. Ja, was sagt uns das? Unterm Strich muss man natürlich sagen, ist der Expert Advisor immer noch okay, denn gehe ich doch nochmal kurz zurück in den Chart. Denn mit gut einer Equity von 1013 Euro, die sich vielleicht kommende Woche wieder ein bisschen nach oben bewegt, für 2 Wochen wären das 1,3%. Also nochmal 1,3% in 2 Wochen, das ist okay. Wenn ich mein ganzes Trading Leben auch nur ansatzweise, wenn ich überhaupt erfolgreich gewesen wäre, aber wenn ich nur ansatzweise 1% pro Woche oder 1,3% in 2 Wochen geholt hätte, wäre ich zufrieden gewesen. Man muss jetzt einfach abwarten, wie der Expert Advisor sich die nächsten Wochen behauptet. Er wird wahrscheinlich durch die oder bis die ersten Trades in der Woche ja immer rausgehen, der wartet ja ab, wie die ersten Stunden sind, glaube ich. Wie die ersten Stunden sich entwickeln. Vor lauter Expert Advisor jetzt die Handelslogik gar nicht mehr im Kopf. Ja, da wollten wir jetzt nicht hin. Da sind wir wieder. Ja, genau, er tradet am Montag, aber erst nach einer gewissen Anzahl von Stunden. Müsste ich jetzt nochmal genau nachsehen. Also gut, er wartet aber jedenfalls definitiv ab, bis einige Stunden vergangen sind, bis er dann den richtigen, bis er dann den Trend erkennt. Ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit oder in dieser Woche, das hat allerdings 4 Tage gedauert, habe ich mal einen Backtest gemacht mit dem Euro-US-Dollar. Der Euro-US-Dollar, also mit der Standardeinstellung, wie wir im Moment gerade live traden, innerhalb des letzten Jahres. Und da sehen wir Folgendes. Ja, das war so her. Der Euro-US-Dollar hätte in diesem Jahr 57 Trades produziert, also mit den Zusatztrades, den Steroids-Trades, nennen wir sie mal so, und den Main-Trades natürlich, und hätte damit ein Ergebnis von einem Net-Profit von 99, also knapp von 100 Euro erreicht.
Allerdings hatte er sicherlich auch Phasen, wo er doch abgestürzt ist. Hier mal ziemlicher Verlierer. Das war der Trade Nummer 13. Dazu können wir jetzt mal in diesen Expert Analyzer reingehen. Schauen wir uns mal die Liste der Trades an. Da sehen wir, sind natürlich jetzt auch die rausgelöschten Orders auch drinnen. Ich will mir eigentlich den Verlierer mal ansehen. Mal so machen. Da ist es. Hatte einige Verlierer in der Zeit. Also einige, es sind eigentlich nur 6 Stück gewesen, aber die natürlich mit 29 Euro. 29 Euro, 19 Euro, 12 Euro, 8 Euro und 39 Cent. Ich habe bei diesem Test jetzt auch nur mit 0,01 Lots traden lassen und keine, ich will kleiner machen, keine Lotgrößenveränderung gemacht oder irgendwelche Prozentveränderungen gemacht. Also man sieht, der EA hat eigentlich gut gearbeitet. Hier dieser Verlierer, ja, gut. Von 45 ist er hier abgestürzt auf knappe 20. Das war auch die Zeit, wo er stagniert ist. Das waren diese 103 Tage. Danach hat er sich ordentlich nach oben gearbeitet. Der Überblick, 67 Trades. Der Profitfaktor wäre bei 1,98 gewesen. Der Drawdown bei 38. Gut, das zeigt jetzt hier Dollar an, das sind aber Euro. 3,43% und hätte 1000 Pips gemacht in diesem einen Jahr. Wir sehen hier auch die Monatsscheibe, das heißt, der fing letztes Jahr im August an. September war gut, Oktober war ein Verlierer, das sind jetzt Euro-Ergebnisse. November war wieder gut, das macht 32 Euro, wo er letztes Jahr gemacht hat. Und dieses Jahr dann hatte er im April, Mai, Juni eine Phase, wo er nicht positiv war, allerdings auch nur in Anführungszeichen 10 Euro oder 11 Euro verloren hat und im Juli dann wieder 27 Euro gemacht hat. Ich denke, damit sieht man schon, dass das System grundsätzlich auf jeden Fall Potenzial hat. Die Frage ist natürlich nur, wie gehe ich mit den Stop-Losses um und wie gehe ich überhaupt mit den Zusatztrades um. Bin im Moment dabei. Das Problem ist, dass das Ganze sehr langwierig ist und mir die Performance vom VPS ziemlich runterzieht. Das gleiche jetzt mal zu testen bei einem, also im Prinzip die gleiche Vorgehensweise, nur ohne die Zusatztrades. Das heißt, es wird hier nur der Main Trade gemacht, allerdings dann auch wieder mit dem nachziehenden oder mit dem nachziehenden Stop-Loss. Also es ist jetzt nicht ein fixer Stop-Loss und Take-Profit von 400 bzw. 200 Pips, sondern er zieht natürlich den Stop-Loss nach. Das sieht man jetzt hier auch an den Resultaten. Der erste Trade oder die ersten Trades wurden am 7.8.2014 gesetzt, sind dann aber teilweise ausgelaufen. Das heißt, der erste Gewinner war hier bei 4,17 Euro, 4,71 Euro, 6,98 Euro und dann kam natürlich wieder dieser glatte Verlierer mit 8,71 Euro. Wenn wir diesen Test jetzt abgeschlossen haben, möchte ich auf jeden Fall den gleichen Test nochmal machen, diesmal wieder ohne die Zusatztrades, aber dann mit einem fixen Stop-Loss von 200 Pips und einem fixen Take-Profit von 400, nein, von 300 Pips, so ist es. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen, aber irgendwie die letzten Tage waren ein bisschen anstrengend. Also auf jeden Fall mit einem fixen Stop-Loss und mit einem fixen Take-Profit. Wie jetzt genau die Einstellungen nochmal waren, muss ich jetzt ehrlich nochmal schauen. Aber ohne, dass wir irgendwelche nachziehenden Stop-Losses haben. Ich möchte dann einfach mal sehen, wie sich der Expert Advisor dann entwickelt. Die Kurve jetzt natürlich. Nach gerade mal 10 Trades liegen wir bei 1022 Euro, sind jetzt aber schon im März 2015.
Bei unserem anderen Test hier ist die Kurve am Anfang wesentlich genauer oder wesentlich geradliniger gewesen. Und wir lagen am Ende, also in der Höchstphase, bei über 1110 oder ungefähr 1110 Euro und am Ende bei knapp bei 1100 Euro. Da sieht man jetzt natürlich in dieser Strategie noch nicht, wobei wir natürlich noch 4 Monate haben jetzt hier. Und man sieht auch, dass er seltener tradet. Also klar, ohne die Zusatztrades kommt da weniger bei rum. Sobald dieser Test hier abgeschlossen ist, werde ich den dann auch hochladen oder beziehungsweise dann hier auch nochmal ein Video dazu machen. Von unserem Konto gibt es jetzt keine Änderung. Wir lassen das jetzt laufen. Ich möchte einfach jetzt abwarten, wie er sich bei 100, 200, 300 Trades sich entwickelt. Das grundsätzliche Ergebnis des Backtests mit dem Euro-US-Dollar sah eigentlich gut aus. Das im Moment aktuelle Trading mit dem ja doch ziemlich heftigen Drawdown, also wir sind ja von 1100 Euro unter, auf, der war letzte Woche mal bei 970 Euro noch, ist jetzt wieder auf 1000, was haben wir vorher gehabt, 1014, 1015 hoch. Das ist natürlich schon eine ziemliche Schwankung und macht mich jetzt nicht wirklich extrem zuversichtlich, dass wir mit den Grundeinstellungen Erfolg haben. Wenn ich mir jetzt nochmal den MyFXbook-Account anschaue, dann alles abstürzt jetzt hier. Also die Backtests sind wirklich sehr, sehr langwierig. Der Euro-US-Dollar hatte jetzt in den 2 Wochen hatten wir 6 Trades, haben dabei 278 Pips gemacht, 24,44 Euro. 6 Trades, 6 Gewinner. Jetzt wäre zum Beispiel dann als nächster Wert zum Beispiel der Euro-Australien-Dollar. Den könnte man dann auch durchlaufen lassen, das werde ich dann auch machen, nur dauert das alles, weil so ein Backtest eben bei mir im VPS 3, 4 Tage läuft. Man könnte dann jetzt eben versuchen, die ganzen einzelnen Werte innerhalb des letzten Jahres zu testen und sich dann vielleicht die besten 2, 3 Expert Advisor rausziehen und damit dann ein kleines Portfolio bilden. Aber das werden wir uns noch ansehen oder beziehungsweise dazu gibt es dann nochmal ein neues Video. Aktuell, ja doch, 474 Pips im Moment im Minus. Aber gut, wir werden sehen. Ich lade das Video jetzt hoch. Würde mich freuen, wenn ihr mir irgendwie dazu ein Feedback geben könntet. Bis dann, ciao.